Das Angebot umfasst praktisch alles, von der Geräuschplatte zum Faust. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. Von den Beatles bis Beethoven. Noch floriert das Schallplattengeschäft. Studios und Konzertsäle, in denen Musik in schwarze Kunststoffrillen geschnitten wird, sind ständig besetzt. Es lässt sich jedoch nicht verschweigen, dass der Markt allmählich Sättigungserscheinungen zeigt. Ein Konkurrent, das Tonband. 650.000 Geräte wurden 1963 produziert. Man sucht in der phonografischen Industrie nach neuen Wegen.